Ich glaube, jetzt müssen wir noch den Andi Pircher zu Wort kommen lassen, weil der hat sich sehr bemüht, eine Diskussion mit Fallpräsentationen vorzubereiten und es wäre schade, wenn wir die nicht mehr unterbringen würden. Danke, Georg, oder danke an die Vorsitzenden auch. Georg und ich haben da gewisse Fälle ausgesucht. Ich glaube, das müssen wir nicht im Detail besprechen. Ich wollte nur nochmal eigentlich eine Zusammenfassung der letzten drei Vorträge und auch der ausgeprägten Diskussion geben, wo wir eben sehen, dass das Stadium 3 doch extrem heterogen ist und dass wir in diesem Stadium auch eine weite Streuung bezüglich der 5-Jahres-Überlebensraten haben. Und deshalb, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass wir hier die Therapiestrategien verbessern müssen und dass wir eben, wie von Max auch schon klar angesprochen, diese vielleicht die Integration der Therapien aus dem Stadium 4 hier noch besser vollziehen sollen und müssen. Deshalb nochmal kurzum und ich glaube, das Wichtigste schlussendlich, wir brauchen ein gutes, zusammenarbeitendes, multidisziplinäres Tumorboard. Wir haben klar präsentiert bekommen, wie wichtig die Diagnostik ist, oder? Und in die Diagnostik ist sowohl die Pathologie involviert. Wir wissen, wir brauchen gute Radiologie, gute Nuklearmedizin, aber auch ausgezeichnetes Staging von Seiten auch der Lymphknoten, wo wir hier alle angreifen müssen. Weiters wissen wir auch, dass die Systemtherapie im Wandel ist, dass wir hier die Systemtherapie integrieren können, die Chirurgie natürlich als einen der großen Eckpfeiler und zum anderen die Strahlentherapie. Und am Ende können wir das Puzzle nur lösen, wenn wir das alles gut aneinander fügen und höchstwahrscheinlich auch sequenziell integrieren und hiermit so das beste Wohl für den Patienten generieren. Deshalb Join Forces. Gutes Tumorboard, essentiell für diese komplizierte Situation. Und natürlich haben wir ja auch gehört, dass in den frühen Stadien, wo es eh klar ist, dass es operabel ist, dann eigentlich nur mehr um die Diskussion geht, brauchen wir eine adjuvante Chemotherapie oder nicht. Aber was ist jetzt in diesem Stadium 3 unser täglich Brot auch im Tumorboard? Wir haben zum einen diese inzidentellen N2-Situationen postoperativ, wir haben potenziell resektable N2-Situationen, wir haben das nicht resektable N2, bald hier N3. Das wird im Tumorboard besprochen und dann kommt es eigentlich zur klaren Entscheidung, haben wir hier ein primär chirurgisches Vorgehen, machen wir nur mehr Systemtherapie, selten und auch die postoperative Strahlentherapie oder nun auch analog der Bauernstudie auch bei hohem PD-L1 adjuvante Immuntherapie oder haben wir eine nicht chirurgisch intendierte Therapieoption. Nun beginnen wir auch mit einem Fall schon, um das Ganze auch umzusetzen. Und hier haben wir einen Fallbericht einer 58-jährigen Patientin vorzustellen, die auch ein Mammakarzinom gleichzeitig im Frühstadium aufgewiesen hat, seit Monaten eine Hürsten-Symptomatik und wir sehen hier das Mammakarzinom dargestellt im PET-CT und die ausgeprägte Lymphknoten oder Tumor mit Lymphknotenbesiedelung auch hier rechts dargestellt. Wenn wir uns das nun anschauen, haben wir hier ein Stadium 3b, oder wir haben N3-Lymphknoten nachgewiesen. Die Patientin weist einen Echo-Performance-Status von 1 auf. Wir haben ein Adenokarzinom und wir haben eine PD-L1-Expression von 90% noch TPS. Keine genetischen Alterationen nachweisbar. Hier stellt sich jetzt nun die Frage, nach all der Diskussion, wie würden wir therapeutisch vorgehen? Sollen wir bei dieser Patientin, wir würden eine Chemostrahlentherapie machen, gefolgt von Operationen, auch bei dieser N3-Situation, würden wir sagen, nein, hier machen wir eigentlich Chemotherapie oder Chemostrahlentherapie, gefolgt von Operationen. Das ist eine Kandidatin, wo wir sagen, das ist wirklich definitive Chemostrahlentherapie. Durvalumab, also Pacific-Kandidatin. Gibt es dann noch welche, die sagen, nein, hier gehen wir eher wieder in das neoadjuvante Setting, so mal analog CheckMate 816, oder gibt es andere Optionen? Und das würde ich jetzt einmal zur Diskussion stellen. Bitte stimmen Sie ab. Mal schauen, wie einheitlich wir sind, Westen, Osten, Mitte. Also Max hat ca. 30% der Personen zum CheckMate 816-Schema hinreißen lassen. Es gibt 60% für das Pacific-Schema
und 12% praktisch für das Chemotherapie, Chemostrahlentherapie gefolgt von OP. Ich glaube, ich würde jetzt einmal kurz auflösen, wie wir uns entschieden haben. Wir haben da praktisch diese definitive Chemostrahlentherapie plus Tovalumab für ein Jahr uns entschieden. Aus dem Grund natürlich, weil die N3-Situation für uns gestochen hat. Vielleicht gibt es hier gewisse Diskussionspunkte. Ich würde gerne an den Georg weitergeben oder eben an die anderen Kollegen und Kolleginnen im Diskussionsforum. Wie würdet ihr das sehen oder gibt es hier gewisse Wortmeldungen? Ja, also ich kann von meiner Seite her mich jetzt, das ist wenig verwunderlich, zu dem Zeitpunkt war ich noch in Innsbruck und würde auch in der heutigen Situation mich da für die definitive konkomitante Radiochemotherapie entscheiden, gefolgt von Durvalumab. Musste Max, was er vorhin gesagt hat, absolut recht geben. Ein Problem ist sicherlich die sequentielle Strategie, wo wir sozusagen nicht von Anfang an eine effiziente Lokaltherapie inkludiert haben. Das halte ich auch in der Situation der lokal fortgeschrittenen Erkrankung mit den derzeitigen Daten für problematisch. Vielleicht, wenn wir nur den Chirurgen noch mal bitten dürfen, Stellung zu nehmen. Ich glaube, Sie haben ja auch angesprochen gehabt, dass bei N3-Situationen nur in äußerst seltenen Fällen eine Operation für Sie in Frage kommen würde, oder? Ja, also aus der Erfahrung auch in Essen heraus, wo wir extrem viel mit Chemostrahlentherapie und danach operiert haben, haben wir auch immer wieder selektierte Patienten mit N3 dann operiert, genau mit der Überlegung, dass die Lymphknoten ja in der Regel ohnehin negativ sind und vielleicht dann nur residuärer Tumor im Primum übrig ist, aber letztlich, wenn man die Ergebnisse systematisch aufgearbeitet hat, nur dieser N3-Patienten ist das herausgekommen, was man aus den sonstigen Studien auch kennt, nämlich dass die bescheiden laufen. Also das N3-Patienten zu operieren, glaube ich, sollte wirklich Einzelfällen vorbehalten sein und ein Standardschema ist es nicht. Und insbesondere hier in einer Konstellation, wo es einen zweiten Primärtumor gibt, wäre ich da jetzt eher tatsächlich zurückhaltend, was eine Operationsplanung betrifft. Und Max, darf ich dich noch fragen, wie hättest du es Unmögliche möglich gemacht? Also ich bin ein bisschen traurig, dass der Clemens jetzt so konservativ ist und so runtergeht vom Gas. Bin natürlich, tut mir jetzt noch schwerer, da aktiv zu sein. Also PD-L1-Expression 90 tut mir wirklich schwer, da nicht mit einer Chemo-Immuntherapie zu starten. Und dann, ob das jetzt, ich muss jetzt nicht das Check mit 816-Schema verwenden. Ich bin ja mit der N3-Situation in Stadium 3C. Da kannst du behandeln, wie du im Stadium 4 bist. Also, da musst du jetzt nicht auf einem Schema festhalten, wenn du sagst, du bist lieber für was anderes. Also, für mich ganz klar, dass ein Patient induzieren wir mit einer Chemoimmuntherapie und evaluieren den dann nachher wieder und dann wieder neu diskutiert. Und wir können nicht davon aus, dass natürlich hat man im Hintergrund das alte Tumorstadium, aber der wird neu evaluiert. Ganz klar. Okay. Gibt es von den Vorsitzenden? Entschuldigung. Andreas, darf ich eine Frage an die Chirurgie und an die Strahlentherapie richten? Angenommen, wir verfolgen sozusagen diese Strategie wirklich in Zukunft häufiger. Ist es denn denkbar, dass man sagt, man versucht sozusagen eine Art Hybridkonzept zu machen, was die Lokaltherapie betrifft? Also beispielsweise man operiert den Primärtumor, die ipsilateralen Lymphknoten und konzentriert sich dann mit einem umschriebenen, relativ kleinen Strahlenfeld auf dieses Areal der N3-Lymphknoten, die man mit der Operation nicht erreichen kann. Wären solche Konzepte für die Zukunft auch denkbare Konzepte, wo man dann quasi das Beste aller Therapiewelten sozusagen miteinander kombiniert? Ich meine, die Konzepte gibt es ja an und für sich, die werden auch untersucht. Also es gibt ja zum Beispiel die Espadurva-Studie, wo nach dem Espadur-Schema zusätzlich mit Durvalumab eine neoadjuvante Chemoradio-Immuntherapie gefolgt wird. Operation durchgeführt wird. Die Ergebnisse sind noch nicht da, aber das ist ja an und für sich etwas, das in Evaluation ist. Herr Professor Ganswind. Ja, sehe ich im Endeffekt genauso. Natürlich müssen wir die Studien abwarten, aber wir haben das ja bei, also schon viel länger, auch bei ganz anderen Erkrankungen durch.
durchaus, dass wir quasi diese Kombination zum Beispiel ein Residuum noch behandeln oder ja, konsolidierend letztendlich entweder zu operieren oder zu bestrahlen. Also das ist ja an sich keine neue Idee. Wir sind halt jetzt durch die Immuntherapie öfter in so einer Situation, dass wir solche ja, Zustände dann halt erleben. Im Endeffekt werden wir auf die Studien warten müssen, klar. Meinhard, du warst, glaube ich, als nächstes und dann noch Professor Studnicka. Also ich glaube schon, dass das, nicht, oder sagen wir mal so, ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass man also ganz ähnlich wie bei einer Port zum Beispiel jetzt gerade zum Beispiel linksseitige Tumoren sagt, okay, man operiert den Tumor, man operiert den Hilus, Lymphknoten, soweit der Thoraxchirurg das ohne Probleme machen kann und ergänzt dann den ehemals PET-positiven 4L-Lymphknoten und bestrahlt den noch lokal, ist sicherlich eine Option, die ich mir vorstellen kann, dass die Zukunft hat und auch in der Zukunft kommen kann für linksseitige Tumoren, wäre das zum Beispiel durchaus denkbar. Die Frage ist dann, welche Dosis mache ich, weil wir machen es ja jetzt heutzutage schon so, dass wir bei oligometastasierten Knotenmetastasen die Patienten ja dann mit einer SBRT-Technik wirklich mit einer sehr hohen ablativen Dosis behandeln. Das, ob das dann der richtige Weg ist, das muss man dann auch schauen, weil die ja massiv vorbehandelt sind. Aber ich glaube, dass die Lokaltherapie da durchaus dann als Ergänzung im Sinne einer Strahlentherapie durchaus ein Weg ist, der zukunftsweisend sein könnte. Michael Studnicka, bitte. Ich denke, der Game Changer der letzten Jahre war ganz sicher die Immuntherapie. Ja. Und ich würde jemand, der eine 90-prozentige PD-L1-Explosion hat, auf jeden, also würde ich, hätte ich ein schlechtes Gefühl, dem über längere Zeit eine quasi wirksamste Therapie vorzuenthalten. Weil einfach nach Pacific Schema die Immuntherapie erst nach langer Zeit kommt. Ja, ich glaube, dann machen wir in dem Fall noch weiter. Oder gibt es noch andere Wortmeldungen? Und ich glaube, hier noch vom Georg praktisch damals den Arztbrief zusammengefasst, wo wir eben sagen, okay, es hat dieses ausgeprägte Staging der Patientin gegeben mit dem 4R-Befall der kontralateral mediastinalen Seite. Deshalb dann Tumorportentscheidung hier klar zur konkomitanten Radiochemotherapie mit Cisplatin-Pemetrexed und bei der hohen PD-L1-Expression dann nach der konsolidierenden oder nach der Strahlentherapie die konsolidierende Therapie mit Durvalumab. Ich glaube, Pacific-Schema wurde bereits angesprochen und erwähnt und diskutiert. Hier noch kurz nur, okay, auch die 5-Jahres-Überlebensdaten zeigen, dass es sich zu einer signifikanten Verbesserung führt durch die Maintenance-Therapie mit Durvalumab und natürlich auch die PFS-Daten wurden hochpositiv. Es ist oft auch diskutiert worden schon, gibt es Unterschiede zwischen konkomitant, sequenziell. Nun gibt es Real-World-Daten hier links dargestellt, wo es eigentlich jetzt keinen großen Unterschied gibt, die man natürlich, sind die Konkomitanten besser hier vom BFS, aber die sequentiellen annähernd ähnlich. Und natürlich hier auch aus der Real-World-Situation, dass Durvalumab der Gesamtsituation hier schon überlegend ist und hier auch ein Game-Changer in der Situation war. Natürlich haben wir gesehen, gibt es auch die Situation der Immuntherapie-Resistenz-Situation. Hier wird auch intensiv geforscht, wie kann man das überwinden. Hier zum Beispiel Antikörper, die derzeit in der Testung sind, zum einen Oleclumab, Monalizumab. Glaube ich, die pathophysiologischen Hintergrund brauche ich jetzt hier nicht detailliert eingehen. War für mich schon interessant, diese COAST-Studie, wo hier in Phase 2 untersucht wurde, eben Duval, also Pacific-Schema zu verbessern, wo eben dann in zwei verschiedenen Armen jeweilig Durvalumab plus einen neuartigen Immun-Checkpoint-Inhibitor getestet wurde, eben hier zum einen Oleclumab oder Monalizumab. Und auch hier konnte eben eine sehr gute Overall-Response-Raten erzielt werden und am Ende auch eine deutliche Verlängerung des BFS im Vergleich zur Standardtherapie, sodass wir hier höchstwahrscheinlich auch mit der Modifizierung der Immuntherapie in diesem Maintenance-Setting auch noch bessere Daten erzielen können. Kommen wir nun, glaube ich, zum letzten Fall, weil wir doch jetzt schon eigentlich fast über der Zeit sind. Und hier wird es nochmal ein bisschen kontroversieller.
diskutiert beim zweiten Fall. Hier haben wir eben einen Patienten, der ist 73-jährig, hat eine Lungenraumforderung. Diese wurde entdeckt bei einem Zustand nach oberen Gastrointestinalblutung. Er hat seit längerer Zeit massive Lumbalgien und präsentiert sich soweit in einem ECOG-Performance-Status 1. Vom PET-CT sieht man hier diese Raumforderung oder die positive die Raumforderung im rechten Oberlappen, plus hier die positiven 4R-Lymphknoten oder 2R-Lymphknoten und hier dann auch noch die Lymphknoten, die auch bis infrakarinär gegangen sind und positiv waren. Hier auch nochmal besser das dargestellt, also Lymphknoten paratracheal 4 links und 4 rechts positiv, Lymphknoten subkarinal rechts positiv und was sich eben auch zeigt, eben diese BWK-10-Metastase, wo auch die Schmerzen bedingt sind durch die Lumbalgie. Deshalb hier nochmal die Frage, also wir haben jetzt auch ein lokal fortgeschrittenes NSCLC-N2-Situation, Tumor insgesamt sehr klein im rechten Oberlappen, jedoch eine solitäre Knochenmetastase, wiederum ein nachgewiesenes Adenokarzinom, 60%ige PD-L1-Expression, keine molekulargenetischen Treiberalterationen, Lungenfunktion sind wir bei 2,5 Liter, ECOG-Performance-Status von 1 und dass wir hier wieder verschiedenste Therapiemöglichkeiten anführen würden. Zum einen, wer würde sagen, okay, hier gehen wir eigentlich bei dieser M1-Situation, auch wenn solitäre Metastase nur von einer palliativen Systemtherapiesituation aus, gehen wir PD-1 oder PD-L1-Antikörper, machen eine Schmerzbestrahlung der Knochenmetastase aufgrund der Schmerzsymptomatik. Oder wir sagen, okay, nein, wir haben ja doch ein oligometastasiertes NSCLC. Wir machen Chemotherapie plus PD-1-Antikörper und SBRT der Knochenmetastase, gegebenenfalls auch noch Operation des Primärtumors. Oder wir sagen so, okay, wir haben ein oligometastasiertes NSCLC, wir machen eine sequentielle oder konkomitante Radiochemotherapie, gefolgt von einer SBRT der Knochenmetastase und auch wiederum die Durvalumab-Erhaltungstherapie oder Maintenance-Therapie für ein Jahr, also Pacific plus SBRT der Knochenmetastase oder wiederum hier halt das Schema angeführt mit CheckMate 816, wo man sagt, Operation auch integriert und SBRT der Knochenmetastase. Wer hat nur eine Frage gestellt oder wie ist die offen? Ja, da ist eine Frage an Max schriftlich formuliert. Ah, okay. Wenn du findest, dass man bei Pacific zu lange auf die Immuntherapie warten muss, was hältst du bei einem 3B-Patienten von Pacific 2-artigen Optionen? Fragezeichen. Ja, ich können die meisten abstimmen und der Max beantwortet die Frage. Pacific 2 ist ein sehr spannendes Konzept und ist sicherlich auch etwas, was halt auch noch untersucht werden muss. Ist sicherlich spannend, macht sicherlich Sinn, auch nicht zugelassen. Das Problem ist halt immer, wenn wir ein Stadium 3B, 3C haben, haben wir halt mit der Chemoimmuntherapie eigentlich eine Zulassung wie beim Stadium 4. Das heißt, da sind wir halt, und dann kann man noch immer nachher entscheiden, nach der Induktion, welche Richtung das Ganze bekommt. Und diese Entscheidungen sind so individuell, was das Zentrum wo, wie, wann kann, wo das Know-how liegt. Und darum kann man das so schwer eine klare Guideline geben. Wir haben ja genauso mit den Analysen KEEP 1, STK11, Informationen, spricht der Patient eher nicht so gut an, sind natürlich Compound Mutations, wo ich da auch ein Gefühl bekommen kann. Also das ist so Multifakt, was wünscht der Patient, sind wo liegt der Tumor, was kann der Chirurg, was will der Strahlentherapeut, wie tut sich der leichter, vielleicht später, lauter solche Argumente. Darum habe ich da auch keine Patentlösung, leider Gottes. Okay, danke Max. Dann kann ich vielleicht auflösen und hier im Fall waren wir doch wieder ein bisschen einhelliger. 56% haben sich für Pacific plus SBRT der Knochenmetastase entschieden. Die zweite Gruppe war eben auch praktisch wieder gleich favorisierend, chemoimmun und dann eigentlich auch ein operatives Vorgehen beim Patienten plus SBRT der Knochenmetastase und eigentlich weniger dann für die rein palliative Therapie. Wir haben uns auch für das
dritte Vorgehen entschieden, also Pacific plus SBRT der Knochenmetastase. Hier kann ich auch ein bisschen auf unsere DAKO-Empfehlungen verweisen, die sich derzeit auch nochmal in Aufarbeitung befinden bezüglich der oligometastasierten Situation, wo wir natürlich sagen, bei der singulären Metastase kann man die Radiochemotherapie durchführen oder halt eine lokal ablative Therapie einsetzen. Und hier glaube ich, ist ja auch wieder Meinhard, das bereits angesprochen hat, dann diese SBRT mit wirklich dieser sehr guten Gängigkeit und lokal ablativen Funktion der Strahlentherapie. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich genau zum Zeitpunkt des Abschlusses oder unserer Webinars mit 19:40. Wir wollen die Aufnahmefähigkeit nicht überstrapazieren. Dann würde ich mal sagen, Fall 3 lassen wir aus, oder? Da wäre eh nur mehr praktisch jetzt auch nochmal der Lob auf die große österreichische tatkräftige Mitarbeit im Rahmen der IGEN-Studie gewesen, Max und Thomas Winder hier erwähnt und diskutiert im Rahmen des AACR-Meetings. Daten wurden bereits ausgiebig diskutiert. Ich glaube, hier könnt ihr jetzt kurz noch unsere Zusammenfassung präsentieren. Also ich glaube, wo es uns heute ganz klar wurde, dass das Stadium 3 nicht eine Erkrankung ist, sondern sehr, sehr viele Gesichter hat, dass es hier einen großen interdisziplinären Charakter braucht und dass hier alle Möglichkeiten so gut wie möglich ausgeschöpft werden sollen, dass die Immuntherapie plus Radiochemotherapie synergistisch sind, dass Konsolidierung Durvalumab Standard ist, nach abgeschlossener Radiochemotherapie und wir haben sicher präsentiert bekommen, dass es hier sehr viele neue Konzepte, neuartige Techniken sowohl von der Strahlentherapie als auch von der Systemtherapie gibt und dass es hier höchstwahrscheinlich auch ein neues Monitoring bedarf, wie es ja auch von Clemens Eigner angesprochen wurde, Liquid Biopsy, wie es auch das mit CT-DNA-Guided-Therapie aus, glaube ich, hier haben wir ein sehr spannendes Feld. Bisschen eine Hinweis auf die nächsten Veranstaltungen, iTalk 3. Sie haben jetzt iTalk-Ferien, nennen es mal so, von Mai bis November. Das nächste Mal treffen wir uns am 8. November wiederum in Webinarform und werden hier von der Immuntherapie berichten, was tun, wenn es nicht mehr wirkt, was gibt es neue Optionen. Und ich glaube, es sind jetzt die ASCO-Kongress steht vor der Tür im Juni und deshalb möchte ich auf die Live-Veranstaltung hier in Innsbruck für die nahegelegenen Personen hinweisen, dass unser ASCO-Logic am 30. Juni am MZA stattfinden wird, ab ca. 14 Uhr. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Wiederum danke an die Industrie, die diese Veranstaltung möglich macht, für das gute Sponsoring und vielleicht gibt es noch abschließende, brennende Fragen, Diskussionspunkte. Danke vielmals. Dann bedanken wir uns gegenseitig bei allen, die mitgewirkt haben. Ich glaube, dass das Stadium 3 ein spannendes Thema bleiben wird. Wahrscheinlich muss man die Veranstaltung zum gleichen Thema nochmal wiederholen, in absehbarer Zeit. Und ansonsten weiß ich nicht. Georg Pall möchte vielleicht schließen. Ja. Sei mal so ich kann gerne schließen. Ich sage herzlichen Dank für alle, die dabei waren. Es war extrem interessant, auch durchaus kontroversiell, so soll es ja auch sein. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und freue mich schon auf die nächste Veranstaltung.